Ja, da bin ich wieder. Danke, dass ich da nochmal darf, vor allem an den, der die 8 gezeigt hat. Hätte ja auch eine 7 sein können, also gute Entscheidung. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum liest der Mann aus einem Buch vor, darf der das? Was soll das überhaupt? Ja, weil ich habe das Buch nämlich selbst geschrieben. Das könnt ihr auch gleich kaufen. Es heißt Geschlechtsverkehr, eine Einführung. Ich lese noch ein ganz kurzes Semester und dann noch eine andere ganz kurze Geschichte. Siebtes Semester, Survival of the Fittest. Zu Beginn eines Semesters, wenn 100 Leute in einem Seminar mit einer Teilnehmerbeschränkung von 15 sitzen, wird immer wieder Darwin aktuell, Survival of the Fittest. Versuche, dem Aussiebeprozess zu entgehen und sich auf Dauer festzusetzen, hören sich etwa folgendermaßen an, gerne durch unkontrollierten Tränenausstoß untermalt. Ich brauche eine Entscheidung unbedingt, weil ich schon im dritten, vierten, fünften Semester bin und wegen meiner Zwischenprüfung und ich will doch ins Ausland und Lehrerin werden. Außerdem ist erst gestern mein Hase, meine Mutter, mein Glaube an die Menschheit gestorben und ich brauche dringend Ablenkung. Diesmal liefert die überzeugendste Begründung dafür, unbedingt im Seminar bleiben zu müssen, ein unscheinbares Mädchen in weiten Klamotten mit den Worten: Ich habe das Borderline-Syndrom und bin mir ziemlich sicher, dass ich mir die Pulsadern öffnen werde, wenn ich nicht in diesem Semester diesen Schein machen kann. Ich habe schon 4 Selbsttötungsversuche hinter mir, das Badewasser zu Hause ist schon eingelassen. Nach der Sitzung, in der ich aus dem Seminar geflogen bin, frage ich sie, ob das denn stimme, woraufhin sie zunächst ihre Pulloverärmel nach oben schiebt, mir ihre unversehrten Arme präsentiert und befreit und heiter auflacht. Sie hat das Studium in 3 Semestern unter Regelstudienzeit hinter sich gebracht. Mittlerweile ist sie Ministerin für Familie und Soziales in einem nicht näher zu bezeichnenden Bundesland. Das war das. Übrigens kann man sich diese Semestersachen auch als Hörbuch downloaden und mich auf Facebook liken. Wir machen weiter mit einer Geschichte aus meiner Reihe Merkwürdige Dialoge, selbsterklärend, spielt an der Wursttheke. Was darf sein? Salami, Dida. Wie viel Gramm? Weiß ich nicht, für 2 Brötchen. Machen Sie mal 18 Scheiben. Soll ich das normal schneiden? Was? Soll ich das normal schneiden? Ich verstehe die Frage nicht ganz und bin mir nicht sicher, ob sie mit mir oder mit sich selbst geredet hat. Manchmal spricht man ja unbewusst Dinge floskelhaft vor sich hin, die man weder so meint noch mit einer Reaktion darauf rechnet. Hallo, wie geht's dir zum Beispiel? Oder das Essen war hervorragend, Komplimente an die Küche. Oder fassen Sie mich nicht an, ich bin besser als Sie. Was will mir die Frau mitteilen? Sie fragt noch einmal schon etwas verunsicherter: Soll ich das normal schneiden? Da sie anscheinend wirklich eine Antwort erwartet, tue ich ihr den Gefallen. Nein! Schneiden Sie das bitte völlig abnormal, pervers, grotesk! Lassen Sie Ihrer Fantasie da mal ganz freien Lauf. Sie wirkt nun leicht gekränkt. Und ich frage mich, was ist das für eine Berufsauffassung? Die Frau schneidet am Tag so viel Wurst in so viele Scheiben, wie die deutsche Durchschnittsfamilie sie in einem ganzen Jahr in sich hineinfrisst. Es sei denn, die Familie bestünde nur aus Vegetariern, dann wäre der Vergleich recht schwach. Aber das wäre eine Familie aus Vegetariern auch. Ihr seid verrückt. Davon aber mal ganz abgesehen, wie kommt Sie, die Fachfrau, die Herrin über Leona, Mett und Gesichtswurst, überhaupt auf die Idee, mich, den Laien, zu fragen, wie sie ihre Arbeit verrichten soll, wenn das jeder so machen würde? Fragt der Architekt den Bürgermeister. Sagen Sie mal, soll ich die Brücke ganz normal bauen oder lassen wir diesmal eine Lücke in der Mitte? Entscheiden Sie das mal. Darauf der Bürgermeister: Aber vorher sagen Sie mir, ob ich meine Eröffnungsrede am Weinfest ganz normal halten soll oder doch lieber währenddessen einen aufblasbaren Dinosaurier ficken. Ich weiß es einfach nicht. Soll ich das ganz normal schneiden? Fragt sie wieder. Ich beginne ernsthaft über die Frage nachzudenken. Ja, Sie können sich dabei natürlich auch einen lustigen Partyhut aufsetzen oder einen Kopfstand machen, wenn das Ihnen mehr Spaß bringt. Oder Sie schneiden zur Abwechslung mal mit den Füßen. Ich stelle das dann auch gerne auf YouTube, aber... Können Sie mir mal sagen, was Sie eigentlich mit Ihrer Frage in Erfahrung bringen wollen? Na, ob dicke oder dünne Scheiben? Ach so, na, machen Sie das doch ganz normal. Dankeschön.
Christian Ritter!